Einen wunderschönen Morgen, mein Lieben. Mein Name ist Yi aus dem Krypto-Café. Ich bin euer Krypto-Trainer und meine Spezialität ist es für euch, informatives Entertainment zu bringen. Definitiv keine Finanzberatung. So, als allererstes kleine Werbung in eigene Sache. Ups, das ist noch nicht mal Werbung. Ne? Ich habe gestern dieses Video über Liquidus gemacht. Ich muss tatsächlich sagen, es war viel, viel schwerer als sonst, ja, weil ich habe da ca. 10-mal hin und her das Video aufnehmen müssen und dann noch alles zuschneiden. Sieht man vielleicht auch daran, dass das Video nicht ganz so flüssig ist, ne, wie die sonstigen Videos. Weil, ja, ihr seht ja alle morgendlichen Videos und die anderen sind ja komplett ungeschnitten. Die lade ich einfach zu eins hoch. Und bei dem ist tatsächlich so, ja, hat mir sehr viel Zeit gekostet. Und in eine Woche oder zwei Wochen gibt es ein AMA mit dem Founder. Und falls ihr zu diesem Video oder zu dem Wallet und egal was, ja, zu dem Projekt Fragen habt, schickt mir gern das entweder als Kommentar darunter oder kommt ins Discord und hinterlasst dort eure Fragen dazu und ich werde das entsprechend in euren Namen weitergeben, beziehungsweise bei der EME heranbringen. So, wir haben auf Arbitrum ein Projekt gelauncht, Sentiment XYZ. Ja, denkt dran, ne, das sind alles sehr neue Projekte, die ich noch nicht getestet habe. Wenn ich etwas wirklich getestet und ausführlich auch probiert habe, dann mache ich dann in der Regel auch ein Video extra dazu oder schreibe das zumindest ins Discord rein, ja, was meine Erfahrung damit ist. Aber auf den ersten Blick scheint es sehr, sehr vielversprechend zu sein. Sowas Ähnliches gab es schon letztes Jahr, vor etwa ziemlich genau ein Jahr. Ja, damals hieß es Gearbox, habe ich auch drüber berichtet. Und zwar ne, basiert, Gearbox war aber auf Ethereum und das Sentiment ist auf Arbitrum. Was macht das? Es ermöglicht das Leverage Borrowing. Ja, ihr kennt das, ne? Auf Aave lege ich $100 hinter, ja, kann mir auch dagegen nur maximal $70 oder $60 von was anderem ausleihen, ja, Bitcoin, Ethereum, womit ich dann ne, Trading betreiben kann. Also die Kapitaleffizienz ist sehr niedrig, ja. 60-70% ist definitiv nicht vergleichbar mit der realen Welt. Und das ist auch der Grund, ne, warum viele Leute natürlich ne, nur Trading betreiben. Maximal und erst gar nicht reinkommen ins Krypto. Und was die sich gedacht haben, ne, und das hatte letztes Jahr auch schon Gearbox gehabt, die Idee ist, dass man auf allen anderen Protokolle aufbauend, ja, sozusagen eine obere Schicht drüber baut. Ne. So, an der Stelle kann man das gleiche machen wie auf Aave, ja, ihr legt $100 hinter, aber ihr könnt euch Geld im Wert von, sagen wir, $500 ausleihen. Und dann sagt ihr, naja gut, was hindert dann jemand da dran, ne, 100 Millionen zu hinterlegen und die gesamte Bank auszuräumen? Und das ist der Punkt. Ja. Das hindert da dran, nämlich der Smart Contract. Ja. Das, wo ihr das Geld abziehen könnt, ist nicht euer eigenes Wallet, ja, sondern ein Smart Contract. Und dieses Smart Contract wacht auch über das Geld. Ne. Ihr könnt also nirgendwie das Geld in euren Wallet transferieren. Es sind die Token beschränkt und es sind die Protokolle beschränkt, womit ihr dann praktisch mit diesem virtuellen Wallet interagieren könnt. Ja? Das ist sehr, sehr nah dran an dem, was zum Beispiel Enzyme und D-Hedge machen. Ja? Nur, dass dort auch der Fall ist, dass du nur eine maximale Kapitaleffizienz von 100% hast, nämlich du kannst nur mit dem Geld handeln, was du auch selber reingelegt hast. Ja? Also es ist so eine Mischung, ne? Aus Lending Borrowing, Aave, ne? Und Compound und so weiter. Mit diesem D-Hedge-Modell, was ich auch selbst aktuell benutze, ja, für diesen Fund. Und also das ist extrem interessant, aber, ja, und das ist das Aber, es kommt letztendlich immer darauf an, erstens, wie sicher das Ganze ist und zweitens, wie viele Protokolle die anbinden, ja. Sondern bei D-Hedge hätte ich mir auch sehr, sehr viel mehr Sachen gewünscht, ja, was ich da machen könnte, ne, denn die müssen halt alles einzeln programmieren, ja, die Schnittstellen zu den anderen Protokollen, ne, dass die damit interagieren, dass dazwischen kein Fehler ist und natürlich die Pflege, das ist alles viel Aufwand, ja. Aktuell ist eben auch dort nur sehr wenig Protokolle angebunden, aber es lohnt sich trotzdem. Ich habe heute Morgen auch mir dort selbst ein Wallet, also ein virtuelles Wallet gemintet und mir das mal angeschaut. Also es kostet ein paar, ich glaube, noch nicht mal 1 Cent, ja, weil das also Arbitrum ist eben super günstig aktuell auch. Also, ja, definitiv interessantes Projekt. Werde ich vermutlich auch ein Video extra dazu machen. Wir haben bei Olympus gestern mit einem Whitehat-Hacker, ja, der hat da einen Fehler entdeckt und hat das Geld entsprechend auch abgesichert für Olympus, dass da kein Verlust entstanden ist. Es ist ein ziemlich alter Contract gewesen, weißt du, also es ist nicht von Olympus selbst, ja, programmierter Contract, sondern die haben da ein externes Contract benutzt, ja, für diese Bonding-Geschichte und in dem Bond-Contract, was sie benutzt haben, ja, von Drittparteien, ist aber ein Fehler drin, ja, und zwar überprüft dieser Fehler nicht, ja, und ob die Token, die man da reinlegt, ne, die passenden richtigen Token sind, wogegen man sich das da oben dann rausholen kann, ja, also praktisch das Bonding.
Check, und da war noch halt ne, fast eine Viertelmillion drin gewesen in dem Contract, und der Whiteside-Hacker hat eben Olympus an dieser Stelle gerettet, ja, und hat entsprechend nicht diese ja, Verlust für Olympus wurde. Für Olympus ist tatsächlich eines der letzten ja, Überbleibsel aus 2021, was nach, damals noch nach diesem extrem hohen Emissionsverfahren gearbeitet hat. Ja. Und mittlerweile aber, ne, ich habe auch darüber berichtet, dass sie umgeschwenkt sind auf ein traditionelles Modell, wo die nur 10-15% jährliche Inflation haben, also sehr, sehr wenig Token herausgeben. Und ja, mal gucken, ob die sich behaupten können langfristig. Wir haben auf Sudoswap ja, ein weiteres Scam, und fast alle Scams oder Phishing, ne, das ist eine Mischung aus beidem, basieren eben darauf, dass die Leute eben zu gierig werden. Ja. Und das ist das Höchste, worauf man achten muss, wenn man in der Krypto ist, ja, dass man niemals irgendwelchen tollen Rendite oder da ist eine Chance, ja, das habe ich nur gesehen, ja, ich bin der, ne, das ist ja halt immer das Gefühl, was man hat, wenn man sowas sieht, oh, ich habe ne, als einzige Auserwählte, ja, oder hat per Zufall, ne, hat mich ausgewählt, dass ich diese Chance habe, jetzt ne, schnell mal auf der Seite 20 oder 50.000 zu machen. Ja, sowas gibt es einfach nicht. Außer, ne, ihr seid so ein Whitehead-Hacker, ihr investiert die Zeit, die Mühe, ne, das Wissen hinein, dann könnt ihr vielleicht auf sowas stoßen. Ja, aber dass jemand sowas vor euch ausbreitet, ja, als Geschenk, das gibt es einfach nicht. Also, worum geht's? Auf Sudoswap überprüft das Smart Contract an der Stelle nicht, ja, wenn jemand ein Angebot erstellt, ne, ob das Element, was er verkaufen will, ja, in dem Angebot auch tatsächlich in seinem Wallet ist. Was bedeutet das? Ich könnte theoretisch an dieser Stelle, ja, ne, 10.000 oder ne, 1.000 von den Bored Apes verkaufen, ja, als Angebot, und jemand anderes kommt dahin, ich könnte die alle für $1 verkaufen. Jemand anderes geht hin, akzeptiert das Angebot, ja, für $1, ne, ist natürlich super Schnäppchen, ja, wenn man bedenkt, dass die teilweise 100.000 kosten, ja, aber es funktioniert nicht, ne, weil das Smart Contract versucht dann natürlich das Bored Ape gegen dieses $1 ne, zu swappen, aber das Bored Ape ist dann nicht in dem Wallet drin, ja, und aber das Angebot ist eben da, ne, wo man auch tatsächlich das Ape sehen kann, ja, mit Bild, mit Contract-Adresse. So. Und dann, wenn es nicht klappt, ja, dann schickt der Scammer an dieser Stelle demjenigen, der versucht, ne, das Angebot anzunehmen, weil man kann die Angebot speziell an die Person schicken. Ja. Und das ist, was die machen. Ne. Die schicken den Link, ja, dieses Swap-Link zu den Leuten, und die Leute versuchen das zu akzeptieren, funktioniert nicht. Und dann schickt er den Leuten einen neuen Link, aber mit einem Fake, ja, das genauso aussieht wie das echte, nur mit einer anderen Contract-Adresse. Und wenn man an der Stelle nicht darauf achtet, dass sich die Contract-Adresse geändert hat, dass nämlich ein Fake-Ape ist, ja, und das dann nochmal akzeptiert, dann seid ihr ne, euer komplettes Geld los, ja, und habt ja, auch den Ape nicht mehr. Das ist eben die Gefahr an der Stelle, und ja, immer drauf achten. Kommen zum nächsten. Wir haben ein interessanter Fakt. Tatsächlich letztes Jahr, ne, als diese Other Deed oder Other Side Mintin war, ja, habe ich auch darüber berichtet. Das waren, ich glaube, 20.000 Landstücke, die man dort sich erwerben konnte. Und da das so gehypt war, ja, haben sich so viele Leute reingestellt in die Warteschlange bei Ethereum, dass die Gas wie explodiert sind. Ja. Und da haben teilweise Leute 2 ETH bezahlt. Das ne, waren zu dem Zeit umgerechnet $4.000 oder so, um allein in die Warteschlange zu kommen, ne? Weil ihr wisst ja, wie das mit Mempool funktioniert, ja. Ethereum kann nur so patzig Transaktionen bearbeiten, ja, und alle anderen, die müssen sich halt die Warteschlange stellen. Und je mehr Geld du bezahlst, desto weiter vorne stehst du in der Warteschlange, ja, und desto höher ist natürlich deine Chance dann, wenn du dran bist, ja, eins von den Landflächen zu bekommen. Und heute kostet tatsächlich eines von diesen Dinger weniger als die Gas-Fee, die Leute damals ausgegeben haben. Ja. Und viele haben sogar das Gas-Fee bezahlt und haben gar nichts abbekommen, weil die zu weit hinten in der Warteschlange gestanden haben. Ja, ist vielleicht nicht ganz so lustig für die Leute, die damals das Geld verloren haben. Wir haben Gavin Wood, trägt als CEO. Als CEO ist natürlich nicht von Polkadot, ja, sondern von Parity, das tatsächlich in Berlin ist. Das wusste ich damals auch nicht, ja, bis ich da auf der Blockchain Week war. Und ja, ich gehe nicht davon aus, dass er an der Entwicklung oder an der Arbeit oder ne, Fortschritt von Polkadot sich was ändert. Das ist auch eines der Projekte, wo ich denke, das wird definitiv sich behaupten können bis in den nächsten Bullenmarkt hinein. Aber ne, inwiefern das, sag ich mal, sein letztes All-Time-High nochmal überschreiten kann oder wird, das
muss es ihr zeigen. Momentan ist zumindest mein eigenes Gefühl, dass Polkadot Cosmos, das sind so die zwei großen modularen Blockchain, die so Konkurrenz bieten wollen zu Ethereum als, ne, als monolithisches, dass Cosmos einen Schritt weiter vorhat oder hat einfach neue, mehr Attraction und ne, auch mit der Einführung von Atom 2.0 Anfang nächstes Jahr. Und ja, mal gucken, was bei Polkadot sich tut. Wir haben ja diese Geschichte, ne, das ist schon fast wie ein Theaterstück, ja. Auf der einen Seite der Sam, ne, wo man vorher nicht wusste, ja, ist er nur ein Profitmaximalist oder folgt er irgendeiner Agenda, ja, und mittlerweile, ne, hat er durch seinen Vorschlag, Regulationsvorschlag sich als praktisch, ne, manche bezeichnen die schon da, schon ein bisschen wie der Skywalker, ne, der zum Anakin Skywalker, der zum Darth Vader jetzt wird, ja, also der kurz davor ist, seinen Helm sich aufzusetzen. Also das Bösewicht. Und auf der anderen Seite Brian Armstrong von Coinbase, ne, der immer noch pro, also zumindest gibt er sich so, ja, an der Stelle bitte auch mal dran denken, ne, das sind nur deren öffentliche Auftritte, ja, ob die wirklich das ist, ich sag mal, letztendlich im Untergrund sind die alle Profitmaximalisten, ja, die wollen richtig Geld machen, Kohle machen, die Firmen ne, größer machen und das, was dafür passt, ja, werden die auch machen. Und der hat da zum Beispiel damals auch gesagt, wenn die, ne, Regulation oder die Regierung so weit ist, dass die den Leuten, also Coinbase sagt, hey, ne, eure Validatoren müssen die OFAC-Listen entsprechen, dann würden die ihren Staking-Business abschalten dafür. Ja. Lieber abschalten, das war seine Aussage, statt, ne, zu zensieren. Ja. Schönes Theaterstück. Und wir haben FTX, ja, vor 2-3 Wochen haben die ja, ne, offiziell diesen Zuschlag bekommen von Voyager. Das muss ja dann noch durch die Behörden an der Stelle freigegeben werden, ja, dass sie es machen dürfen. Jetzt wurde das auch freigegeben von den Behörden. Und das heißt, offiziell, ne, wird im nächsten Schritt dann abgewickelt. Das heißt, die Voyager Assets und Kunden werden alle dann rüber transferiert auf der FTX. Ich denke, das wird ein definitiver Boost für deren Einnahmen werden, ne, weil natürlich die werden, also meiner Meinung nach, den Kunden irgendwie, ne, abwickeln nach dem Motto, hey, ne, ihr könnt entweder Teilauszahlung jetzt vornehmen, ja, zum Beispiel 10% von dem, was ihr noch habt, ja, was der Rest ist ja verloren, ja, ist ein Verlustgeschäft für die Anleger gewesen, also weil die sind ja insolvent, ne? Und oder, ne, ihr fängt an bei uns zu traden und keine Ahnung, mit jedem Trade schaltet ihr 1% zusätzlich frei oder sowas, keine Ahnung. Also auf jeden Fall werden die sich das gut überlegt haben, dass sie da viel Profit draus kriegen. Und kommen wir zum nächsten. Wir haben ein Artikel, nicht zu lang und auch nicht zu technisch, ja, sehr, sehr gut verständlich, kann ich empfehlen. Es geht um diese MEV-Geschichte, ne? Vor allem nach dem Merge ist dieses ganze MEV-Thema ein großes Thema geworden, vor allem auch, ne, MEV über mehrere Blöcke hinweg, ja, weil natürlich, wenn Validatoren ja eine Gruppe, ja, wissen, dass die für mehreren Blöcke hintereinander den Zuschlag bekommen, ja, nämlich diese Blöcke zu validieren, dann können die natürlich auch Cross-Block MEV machen. Auf jeden Fall sind einige Projekte dabei, die sich, ne, insbesondere damit beschäftigt haben, und in dem Artikel sind alle aufgelistet, wie Manifold, Eden, Rocket Pool, habe ich auch drüber berichtet, und CowSwap vor allem, ne, interessante Projekte. So, kommen wir zum ZK-Sync. Das habe ich gestern drüber, ne, über den Airdrop gesprochen. Da kam das sehr, sehr einfach vor. Ja, und da wurde auch gefragt, ja, ne, machst du das? Ja, warum machst du das nicht? Ja, weil es nur so wenig ist. Und hier ist eine gute Analyse darüber, ja, wie die es tatsächlich machen werden. Ne? Und es gab auch ein Interview auf YouTube, glaube ich, könnt ihr einfach mal danach googeln. Da wurden ein paar sag ich mal, ein paar Tipps, so, ja, oder ein paar Geheim-Infos, ja, angedeutet, wie das sein wird, ja, und ich gehe davon aus, dass es nicht einfach nur ein Airdrop sein wird, ja, in dem man, ne, für auf alle, die rüber gebridged haben oder ein Wallet erstellt haben, weil da ist einfach die Gefahr von diesen Sybil-Attacks viel zu hoch, ja. Sybil-Attacks heißt einfach, dass, ne, jemand per Skript oder selbst einfach ein paar hundert Wallets erstellt, ja, überall das Gleiche macht und, ne, praktisch Airdrop-Farming betreibt, ja, und das haben alle mittlerweile, ne, spätestens seit Optimism Airdrop begriffen, dass es gut funktioniert, ja. Optimism hat ja selbst
gesagt, die haben die Methoden nicht veröffentlicht, aber ich denke, in der Industrie tauscht man sich da schon aus. Ja, die haben, glaube ich, eine ganze Reihe von Wallets alle gestrichen von der Airdrop-Liste, die nicht wirklich sich legitimiert haben. Das heißt, der sicherste Weg an der Stelle ist tatsächlich, ja, wie auch aus diesen dieser Tabelle hervorgeht, dass man sich wirklich damit beschäftigt, ja, auf dem Testnet. Das heißt, je mehr man sich dafür damit beschäftigt, mit Kaufen, Verkaufen, Swapping und so weiter, ja, NFTs auch, desto höher ist die Wahrscheinlichkeit, dass man an der Stelle einen Airdrop bekommt. Also nur durch ne Bridging, Wallet erstellen und so weiter wird man an der Stelle vermutlich nichts bekommen. So, kommen wir zum nächsten. Wir haben die ne, eher unwichtigen oder lustigen Sachen des Tages. Guckt euch mal das Video an. Ja. Es geht noch nicht mal ne, um eine Kritik oder sowas, ja, sondern die haben einfach nur ihre ne, Aussage geäußert und die Frau hat was ganz Belangloses gesagt. Ja, die hat gesagt, im Durchschnitt sind Männer größer als Frauen. Ja, also Durchschnittsgröße. Wir sprechen hier von wissenschaftlichen Fakten, ja, Zahlen und Daten, die jeder verifizieren kann. Ja. Durchschnittlich sind Männer größer als Frauen. Im Durchschnitt sind Männer schwerer als Frauen. Im Durchschnitt haben Männer mehr Muskeln. Ja, die Fettansammlung ist bei Männern anders als bei Frauen. Das ist einfach genetisch bedingt. Ja, und das sind dann diese ganzen ultraliberalen Leute durchgedreht nach dem und haben die als Faschisten und sonst was beschimpft, ja. Und das ist eben ne, diese Randgruppen, ne? Ich meine, man kann natürlich sagen, ah, die sind unwichtig, dafür muss man keine Beachtung schenken, aber das Problem ist halt, dass diese Randgruppen eben die sind, ja, die ganz oft in der Öffentlichkeit ne, super ultra ne, lautstark sind, um Aufmerksamkeit auf sich zu ziehen und dadurch noch mehr Leute in die Gruppen hineinziehen, ja, oder in die Richtung. Und das ist halt super gefährlich, wenn man sich nicht mehr auf die Zahlen, auf die Wissenschaft verlässt, sondern auf die Gefühle der Menschen. Ja. Wenn die sagen, hey, es ist nicht so, Männer sind nicht größer als Frauen, ja. Frauen sind größer als Männer, Frauen sind stärker als Männer und Frauen sind überall besser als Männer. Ne, da gibt es keine wissenschaftlichen Fakten, aber unser Gefühl ist es so, ja, es ist auch so in der Welt, da wird es ganz kritisch dann. So, hier haben wir tatsächlich was Lustiges, ja, dieser gute Mensch hier hat aus dem Video, wo der BitBoy, für alles nicht mitgekriegt haben, der hat so ein Durchdrehvideo gedreht, ja, also, ne, BitBoy muss man, ich meine, ich habe auch gesagt, ich habe am Anfang auch sein Video konsumiert, mittlerweile weiß ich, der ist einfach ein Unterhalter, ja, das, was er gibt, sind 80% Müll, ja, von sich gibt und 20%, ja, so lala, ja, und muss man auch einfach dafür nehmen, nicht als Educator oder, ne, Informant, sondern als Unterhalter, ja, und sein Kanal dient der Unterhaltung. Ne? Und jetzt macht er so ein Video, wo der richtig durchdreht, ja, und sagt, hey, ich bin für die Menschen da, für die kleinen Anleger und so weiter. Ja, so. Und der Typ hat daraus einen Remix gemacht. Also ich fand es richtig lustig. Ja, Weihnachtsgeschenke für den Fall, dass ihr noch nie wisst, was ihr gern habt, haben wollt. Das ist ein super schönes Geschenk, finde ich. Ja, auf so einen Anhänger, ja, kann man theoretisch seinen Seed Phrase draufstanzen, ne, mit so Punkten. Und das funktioniert auch super gut. Ja, wir haben hier die 12 Wörter auf der einen Seite und die anderen auf der anderen Seite. Ja, und da bei jedes Wort kann man ne, über diese Reihe, weil das natürlich ne, Zahlen sind, ja, in Binärzahl, ja, kann man halt die eine Reihe insgesamt bis 2048, das ist die Gesamtanzahl der EIP-Wörter, für ein Seed-Phrase in Frage kommen, hineinstanzen, um herauszufinden im Nachhinein, welches Wort es ist, ja. Also, ideales Geschenk, aber ich würde definitiv nicht draußen irgendwie rumtragen. So, ein letztes, ne? Es geht in die Wirtschaft, schreibt gerne drunter, was ihr dazu meint. Also es geht darum, ne, dass China an der Stelle, also dieses Costco, ja, chinesische größte Container- oder Hafenunternehmer in Hamburg sich einkaufen will, ja, weil die sagen, hey, wir sind sowieso größter Nutzer mittlerweile bei dem Hafen, ja, und wir hätten gerne Mitspracherecht, ja. Das heißt, nicht nur anteilig an dem Hafen, sondern tatsächlich auch im Managementbereich, ja, jemand reinzusetzen, ne? Also praktisch die Politik vom Hafen selbst zu betreiben. Und das geht natürlich in sämtlichen Ministerien in der EU und vor allem in Deutschland gegen den Strich, ja, nach dem, oh, China kauft sich bei uns ein, das geht gar nicht, ja, das ist eine kritische Infrastruktur, ne, so wie die kritischen Infrastrukturen alle sind, ja, die wir mittlerweile als Steuerzahler, ne, ihr wisst ja, Unipa und Co., ja, wo der Staat sich ja mittlerweile einkauft und ich habe gesagt, ne, dieser Doppelstandard, ja, man kann entweder sagen, hey, wir sind Profit, ja, wir sind für Profit, ja, und dann nehmen wir das Geld, ja, und fertig, oder wir sagen, okay, wir machen die politische Schiene, ja,
ne, alles muss korrekt sein, ja, dann können wir auch direkt Kommunismus machen. Ne? Ja, das sind natürlich auch zwei Extremen, und aber ein bisschen Unterhaltung muss ja auch der Tag bringen. Ne? Das war's von mir für euch. Ein wunderschönes Wochenende. Mein Name ist G. Ciao, ciao.